Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Gartenrundgang bei Felix Hobbygarten. Und ich habe es euch versprochen, wenn es endlich mal hier schneit, dann werde ich für euch einen Gartenrundgang aufnehmen. Und das machen wir heute. Es hat sich nicht viel verändert im Garten, aber trotzdem ist es schon gleich ein ganz anderer Anblick hier. Alles ist komplett eingeschneit und ich möchte euch das einfach mal zeigen, denn dass es hier schneit, ist wirklich super selten. Wie viele von euch wissen, ich komme aus Lingen, das ist im Emsland, also an der holländischen Grenze, sehr weit oben in Deutschland. Und wir haben hier wirklich sehr, sehr selten Schnee. Es ist das erste Mal, dass dieses Jahr Schnee liegen bleibt. Und gestern Abend hat es angefangen zu schneien und ich habe direkt gedacht, ich drehe heute den Gartenrundgang im Schnee. Vor mir könnt ihr schon den Grünkohl sehen. Komplett eingeschneit, ein super tolles Bild. Es sieht wirklich super toll aus. Ich habe schon ein Foto gemacht. Und das werdet ihr, wenn das Video hier online ist, wenn ihr das Video seht, ist das Bild schon auf Instagram online. Also schaut euch dann dieses Bild mal einmal an. Ist wirklich sehr, sehr schön, dieser Grünkohl hier im Schnee. Ja, heute Morgen bin ich dann pünktlich aufgestanden und direkt in den Garten gefahren. Wir haben jetzt gerade mal 9 Uhr, glaube ich. Und es ist einfach immer noch ein bisschen am Schneien, aber heute Nachmittag soll schon wieder tauen. Deswegen möchte ich die Möglichkeit nutzen, auch noch ein paar Drohnenaufnahmen gleich zu machen, wenn es aufhört zu schneien. Denn der Garten sieht wahrscheinlich von oben noch viel besser aus. Alles ist eingeschneit, das Tomatendach, Foliengewächshaus ist komplett eingeschneit. Da können wir gleich auch mal gucken gehen. Das Glasgewächshaus ist eingeschneit und die ganzen Beete sind weiß. Das hatten wir hier wirklich sehr lange nicht mehr. Und ich möchte jetzt nicht so viel drum herum reden. Ich möchte euch mal ein paar Perspektiven hier im Garten zeigen, die eingeschneit, wie ich finde, wirklich sehr, sehr gut aussehen. Das erste ist schon mal hier den Grünkohl. Ich weiß nicht, ob ihr den auf der Kamera mit drauf habt, aber den habt ihr auf jeden Fall mit auf der Kamera. Und der Grünkohl eingeschneit, der sieht eigentlich wirklich richtig schön aus. Hattet ihr in diesem Jahr schon sehr viel Schnee, wenig Schnee oder wie war es bei euch? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und gerne auch, ob ihr den Schnee im Garten gerne habt oder ob ihr froh seid, wenn der Schnee weg ist, weil dann kann natürlich auch die Gartensaison bald starten. In der nächsten Zeit werden wir anfangen mit den Aussaaten. Viele fragen mich immer, hey Felix, wann säst du was aus? Im Januar ist das Erste, was wir jetzt machen, natürlich die Chilis. Aber wir haben auch Exoten wie Baumwolle und Palmen. Da könnt ihr euch auf spannende Videos freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, ist jetzt an dieser Stelle ein guter Grund, auch mal um mich zu abonnieren. Und ganz wichtig, aktiviert die Glocke neben dem Abonnieren, denn dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir und ihr werdet benachrichtigt, wenn ein neues Video online geht und so stellt ihr sicher, dass ihr keine meiner Videos mehr verpasst. Was jetzt aber danach kommt, das kann ich noch gar nicht so genau sagen. Viele Sachen wie Gemüse, Zwiebeln und zum Beispiel auch Erdbeeren und Porree, das ist alles, was ganz knapp Ende Januar oder Anfang Februar passiert. Und dann kommt im Februar eigentlich auch schon ja, Aubergine, Paprika, Physalis und ja, dann Melonen und Tomaten quasi im März. Das ist so die ganz kurz zusammengefasste Staffelung. Aber ich werde euch natürlich auch immer rechtzeitig dann mit den Videos versorgen. Das heißt, ich fange immer noch eine Woche früher an, um für euch dann passend das Video hochladen zu können. Also schaut einfach immer regelmäßig meine Videos. Dann wisst ihr, wann ich womit anfange und wann ihr auch damit anfangen solltet. Ja. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile hier geredet. Wir gehen einfach mal durch den Garten und deswegen nehme ich die Kamera einfach mal mit und zeige euch das Ganze mal. Das machen wir auch sehr selten, so Schwenkperspektiven hier im Garten. Aber ich möchte euch das einfach jetzt auch mal so aus der Perspektive zeigen. Man erkennt jetzt gar nicht mehr, wo ist ein Beet, wo war ein Beet. Erkenne ich gerade selber nicht ein bisschen. Hier links ist noch ein bisschen Ausfallgetreide, was durchkommt vom Strohmulchen. Hier seht ihr ein bisschen Gründünger. Und dann können wir hier mal entlang gehen. Ihr seht wirklich, der Schnee ist sehr, sehr tief. Ich kann hier wirklich komplett einsacken. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber hier ist wirklich sehr, sehr dick Schnee drauf. Können wir eine kleine Lawine hier auslösen. Aber ein bisschen Schnee lasse ich natürlich noch drauf, denn ich möchte ja gleich die schönen Aufnahmen von oben machen. Und da darf der Schnee auf dem Foliengewächshaus natürlich nicht fehlen. Ja, hier ganz schön auch eingeschneit die Mirabelle, den Nancy. Echt eine schöne Mirabellensorte in dem Garten, die man unbedingt haben muss. Auch der Pfirsich da vorne ist super eingeschneit.
Und jetzt fängt es gerade wieder ein bisschen an zu schneien, deswegen schauen wir einfach mal aufs Glasgewächshaus. Und auch das ist mit Schnee durchzogen. Hier unten im Gewächshaus, da ist jetzt ein bisschen Laub, ein bisschen Schnee und ganz viel Dreck. Ist auch erstmal nicht das Spannende. Aber hier könnt ihr schon sehen, dass unser Knoblauch sehr schön kommt. Denn manche von euch haben gesagt, bau den Knoblauch doch einfach mal im Gewächshaus an. Ich weiß, das klingt erstmal super skurril, weil das ist eigentlich so ein bisschen Verschwendung. Hier sind die optimalsten Bedingungen, wie der Knoblauch wird hier wahrscheinlich zu 100% gut wachsen, gehe ich einfach mal Stand jetzt von aus, weil selbst im Beet, im Hochbeet, wo ich Knoblauch sonst immer habe, klappt Knoblauch eigentlich immer ganz reibungslos. Aber deswegen mal so ein bisschen der Selbstversuch, Knoblauch anbauen im Gewächshaus, werde ich euch auf jeden Fall auch im Laufe der Saison weiter auf dem Laufenden halten, wie es da weitergeht. Aber bis jetzt ist der ganze Knoblauch gekommen. Hier ist es eigentlich sogar recht trocken drin. Ich habe hier, glaube ich, einmal noch gegossen. Dann haben wir das Wasser aus den Wasserfässern abgelassen wegen dem Frost. Und der Knoblauch wächst trotzdem vorsichtig und langsam vor sich hin. Aber bald werden wir auch das Gewächshaus und den Folientunnel weiter aufräumen. Mit Komposterde, die ihr hier im Hintergrund wahrscheinlich schon sehen könnt. Da rechts ist ja der Laubhaufen, aber dahinter haben wir einen kompletten Haufen Komposterde. Und der Kompost wird hier auf jeden Fall mit ins Gewächshaus kommen, um den Boden noch vorzubereiten. Beetplanung haben Niklas und ich schon hinter uns. Das ist sehr skurril. Wenn ihr da mal ein Video zu haben wollt zu der Beetplanung, dann schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare. Dann würden Niklas und ich uns vielleicht auch in einer Podcast-Folge mal dazu hinreißen lassen, gemeinsam über das Thema Beetplanung zu sprechen. Alles werden wir natürlich nicht verraten. Das solltet ihr ja dann auch in den Videos sehen. Aber wir haben schon wirklich sehr, sehr coole und auch zum Teil kuriose Sachen, die wir nächstes Jahr vorhaben. Ja, was wir eigentlich selten machen, ist den Garten mal so ein bisschen von außen zu begutachten. Hier rechts habt ihr wahrscheinlich jetzt nicht mit auf der Kamera, ich zeige es euch ja mal kurz, ist das Katzengehege vom Tierheim, das Freilaufgehege. Da sind die Katzen quasi im Außengehege. Dann haben wir hier aber auch viele Obstbäume davor, da zum Beispiel einen Apfel, eine Birne, eine Kirsche. Da ist noch die Zwetschgesorte Hanita. Da haben wir noch einen Pfirsich und dann noch eine Mirabelle. Und dann haben wir hier meine beiden Partnerplakate. Die kennt ihr wahrscheinlich schon, einmal von Flora Gard und einmal von Kiepenkerl. Ja, und die Bärensträucher, die sind natürlich am Zaun geblieben. Die haben wir wieder dahinter gepflanzt. Ist einfach wunderschön, Freunde. Endlich mal Schnee und er pappt so super. Ich glaube, ich werde jetzt mal eine Schneevogelscheuche oder wie man das auch immer nennen will, bauen. Vielleicht kriegen wir das ja ganz gut hin. Ich weiß nicht, der pappt jetzt, glaube ich, nicht so super, habe ich das Gefühl. Naja, hier an dieser Stelle könnt ihr nochmal sehen, wie der Schnee auf dem Folientunnel liegt. Ganz schön viel auf jeden Fall. Respekt, dass der Folientunnel das aushält. War ja auch nicht ein nagelneuer. Das ist ja der gebrauchte von Dennis von Garten ganz nah. Und die Folie ist nicht mehr die neueste, aber die hält es noch relativ gut aus und hält noch relativ gut Stand. Ja, Freunde, hier meine Sitzlocation noch heute. Sehr schön, was wäre. Sieht wahrscheinlich sehr cool gerade aus, aber ich sitze nicht im Schnee. Ich habe mir hier ein bisschen Platz gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich euch noch alles zeigen kann, weil das ist echt super spannend. Wenn wir aber mal in die Richtung schauen, können wir einmal noch in die Richtung schauen hier im Video. Wenn wir hier mal hochschauen, das ist auch spannend und das sieht man auch selten so in Videos, wie viele Bäume hier eigentlich sind, dann kann man sehen, dass es komplett schön eingeschneit ist. Und das finde ich auch immer wieder faszinierend, wie das aussieht, wenn Bäume eingeschneit sind, weil da liegt super viel Schnee einfach schön drauf. Wahnsinn. Heute sollte es nicht so speziell um die Gartentipps gehen. Ich wollte euch einfach mal einmal zeigen, wie der Garten so schön eingeschneit aussieht. Ist doch mal ein schöner Anblick, weil so oft haben wir hier das in Lingen auch nicht, dass mal Schnee liegt. Und dann wollte ich euch da auf jeden Fall einmal mitnehmen in diesen schönen Wintergarten. Das hier ist das echte Winter Wonderland. Da braucht man auch nirgendwo hinfahren. Da könnt ihr mir sagen, was man will. Aber das ist doch wirklich das echte Schneeparadies hier. Alles schön eingeschneit mit den Bäumen, der ganze Garten, einfach ein Traum. Fahrt, wenn Schnee ist, auch in euren Garten, kann ich euch nur empfehlen, denn
wenn man das mal so genau wahrnimmt, ist es eigentlich richtig crazy, wie der Garten dann aussieht im Schnee. Der ganze Kompost, alles, der ganze Garten liegt still unter einer kompletten weißen Decke. Und die ganzen Hobbygärtner, genau wie ich auch, können es einfach nicht erwarten, mit der Anzucht loszulegen. Heute Nachmittag kommt Niklas zu mir und wir fangen an mit der Anzucht von Chili, Palmen und Baumwolle. Das werden wahrscheinlich auch die nächsten YouTube-Videos werden. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Felix Hobbygarten abonnieren, das Video liken und einen kleinen Kommentar da lassen. Seid ihr schon mit der Jungpflanzenanzucht angefangen? Was wird das Erste sein, was ihr machen werdet? Und mögt ihr Schnee im Garten, ja oder nein? Heute gibt es ein einmaliges Outro, werdet ihr gleich sehen. Denn im Schnee, einmal im Jahr, muss man auch ein besonderes Outro machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein bisschen Eigenwerbung noch. Macht gerne einen Screenshot von dem Video und teilt es auf Instagram, damit noch mehr Hobbygärtner meinen Kanal hier entdecken und mehr von meinen Gartentipps lernen können. Viele von euch schreiben mir auf Instagram, hey Felix, kannst du dir auch mal meinen Garten anschauen? Ja klar, postet gerne Gartenbilder und markiert mich immer drauf, dann werde ich benachrichtigt, dann geht das nicht unter und dann schaue ich mir das auf jeden Fall mal an. Und jetzt das einmalige Outro. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, Freunde. Bleibt gesund und geht in den Garten. Bis demnächst und ciao. Hi, ich bin's nochmal. Schön, dass du noch dran bist. Hier kannst du jetzt Felix Hobbygarten kostenlos abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast. Und wenn du noch weitere Gartenvideos und Gartentipps von mir schauen möchtest, dann schau mal hier. Hier sind noch weitere Videoempfehlungen von mir. Jetzt aber bis demnächst und ciao.